So, herzlich willkommen zurück beim Airport Manager 2015. Wir haben ja in der letzten Folge schon gesehen, dass wir einiges gemacht haben, dass unsere unsichtbare Geisterflotte, also Mitarbeiter gibt es an diesem Flugzeug, an diesem Flughafen wahrscheinlich nicht, einiges getan hat. Wir wollen jetzt mal ein bisschen mit den Missionen weitermachen und wir sollen jetzt hier Vorräte auffüllen an diesem kleinen Jet hier. Und gucken wir mal, dass wir auch demnächst noch mal ein bisschen Schnee räumen können. Das wäre natürlich noch mal extrem cool und dass wir jetzt auch in dieser Folge noch mal ein bisschen weiterkommen, was die Mission angeht, was unsere Mission angeht. Und ja, wie gesagt, ich bin auf eure Meinung gespannt und auf deine Meinung gespannt, wie dir das Video gefällt, beziehungsweise wie euch das Video gefällt. Lasst es einfach gerne da unten in den Kommentaren drinstehen, was ihr davon haltet, vom Airport Manager 2015. Wie gesagt, Rondo Media ist der Publisher. Das ist auch geil jetzt, ne? Jetzt bin ich mal gespannt. Achso, es wird automatisch eingeladen. Okay, hier brauchen wir jetzt gar nichts großartig machen. Bei so kleinen Flugzeugen wird das dann automatisch gemacht. Okay, wunderbar. Das war eine ziemlich schnelle Mission. $27 haben wir damit gemacht. Zeitbonus und Fahrzeugbonus, sehr schön. Gibt natürlich keine Erfahrung dafür. Die Mission können wir noch nicht spielen, okay. Schnee räumen. Wieso kann ich das nicht machen? So, entferne den Schnee. Sehr schön. Cool. Drücke die Leer... Was tickt denn da hinten dran? Was ist das denn hier? Seht ihr das? Hier? Okay. Drücke die Leertaste nur, dass du starten, sobald du die Schneefläche erreicht hast. Okay. So, wo müssen wir jetzt Schnee räumen? Fahren wir aus dem Inneren mal. Ah, diese Spiegelreflexion hier. Fantastisch. Lenkrad bewegt sich aber. Das ist schon mal ganz cool. Immerhin etwas, dass die Lenkrad bewegt, auch wenn wir immer noch unsichtbar sind. So. Ah. Guck mal, wo der Schnee. Oh. Alter Spiel. Das war ein bisschen knapp. So, wo steht jetzt die Kiste, die wir jetzt. Fahren wir mal aufs Rollfeld drauf. Kann ich hier rüberfahren? Nein. Schade. Ich dachte, ich kann springen oder so. Also, rüberfahren auf die Kollision haben die auf jeden Fall. Das ist doch schon mal ganz schön. Da hinten ist auch ein bisschen Bewegung drin, ein bisschen Leben. So, hier müssen wir jetzt rüberfahren. Und... Motorsound ist auch... Da fragt man sich auch, ob das Gerät... Ne, da Gerät schläft nie und so. Wo müssen wir jetzt räumen hier überhaupt? Ein alter Schädel. Ist das weit weg? Durchschnittliche Schneetiefe 16,8. Ziel Schneetiefe 0. Alles klar. So. Wo müssen wir den Schnee denn räumen überhaupt? Klicken wir den Typen mal weg hier und dann Harald. Nennen wir ihn einfach mal Harald. Harald gibt uns immer Tipps hier. Ah, da liegt Schnee. Okay. Die Fläche muss ich jetzt also vom Schnee befreien. Ja, cool. Vielleicht soll ich aber mal anfangen mit dem Kehrmaschinen-Simulator. So. Arbeitet das Ding jetzt? Ah ja. Oh, wow, schöne Textur hier. So. Und wo fegt das ganze Zeug jetzt hin? Hm. Fräsen uns hier einfach mal durch den Schnee. Ah, durchschnittliche Schneetiefe. Es wird weniger. Es wird weniger, Freunde. Es wird wirklich weniger. Ich fahre jetzt einmal hier ein paar wilde Kurven und Kreise. Und das reicht schon. Ja, alles weg hier. Läuft. So. Schneeräumen haben wir erledigt. Jetzt brauchen wir Trophäe freigeschaltet. Perfektionist. Oh ja. So, jetzt brauchen wir die Fluggastbrücke hier. Die steht natürlich auch schon mal an Position. Mal ran hier. So. Oh, was war das denn gerade? Das war ich nicht. Da ist das Ding einfach hingepackt schon. So, jetzt. Boarding. Läuft. So. Und damit haben wir wieder eine Mission in den unendlichen Weiten des International Airports geschafft. Haben sogar einen Zeitbonus bekommen, Fahrzeugbonus. Kriegen noch 250 Erfahrungspunkte immerhin. Das ist doch schon mal schön.
So, Gate schließt hier. Da gibt es eine Zufallsmission. Schneeräumen, Fluggastbrücke. Ja, das machen wir jetzt auch nochmal in aller Ruhe. So, entferne den Schnee von der Landebahn und reduziere die Schneetiefe auf 0 cm. Sehr schön. Ja, gucken wir mal, was wir für Fahrzeuge noch so freischalten können, die ich euch auch nochmal zeigen werde. Und zwar haben wir dann nämlich hier nochmal das Follow Me Car. Das kriegen wir dann hoffentlich als nächstes. Da bin ich mal gespannt. Und sobald wir das Follow Me Car haben, das nächste Fahrzeug haben, sind wir gleich wieder da mit einem Wusch. Es geht weiter beim Airport Simulator 2015 hier bei Let's Multiplay. Wir sind immer noch witzigerweise immer noch dabei, die Karriere fortzuführen. Und wir haben jetzt das Follow Me Car freigeschaltet. Das wird ein richtiges Highlight. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe es eben gerade freigeschaltet. Der Memo 1000. Gucken wir einfach mal. Ermöglicht die Kommunikation zwischen dem Bodenpersonal und dem Piloten. Es leitet das Flugzeug zu seinem Parkplatz oder zur Startbahn. Vielleicht macht er auch beides. Gucken wir einfach mal. So, Follow Mika, hier haben wir es. Sehr schön. Rüsten wir doch gleich mal auf hier. Wir haben ja noch ein bisschen Kohle hier nochmal zurückgesteckt. So. Gehen in die Missionskarte rein und gucken jetzt einfach mal, dass wir hier eine Mission haben, wo wir das Follow Mika einweisen. Sehr schön. Annehmen. So, benutzen wir das Follow Mika doch gleich mal. Wo haben wir es denn hier? So, auf geht's. Fahre zum entsprechenden Flugzeug. Boah. Geil, der Blinker oben. Ist mal hier. Brauch keine Blinker links und rechts. Nein, einfach hier. Follow me links, follow me rechts. Geil. So, es ruckelt auch schon witzigerweise ein bisschen. Komisch. Mit dem i7, 16 GB RAM. Und einer schönen Grafikkarte mit 2 GB Speicher, das Spiel kommt trotzdem ins Ruckeln. Mich wundert da nichts mehr, aber das macht ja nichts. So, wir geben Vollgas mit 100, fahren wir hier über den Flughafen. Wir können ja mal die Innensicht nochmal reinzwitschen. So, jetzt ruckelt es auch nicht. Ja, doch, ruckelt auch noch ein bisschen. Komisch. Egal. Wir schauen jetzt mal, dass wir hier das Flugzeug, wo ist denn das? So. Da vorne müssen wir das Flugzeug einweisen. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich bin mörderisch, tierisch gespannt. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Wenn ich, lasst trotzdem gerne ein Like für das Video da. Und mich würde mal interessieren, es gibt ja für alles, gibt es ja irgendwelche Simulatoren. Und was für Simulatoren kennt ihr noch so? Vielleicht auch mal ein bisschen außergewöhnliche, abgefahrene Simulatoren. Schreibt sie unten in die Kommentare rein. Ich habe Bock, die mal zu testen für euch. Schreibt einfach rein, was ihr so kennt, was ihr mal sehen möchtet. Also vom Kehrmaschinen-Simulator über den Handfeger-Simulator, über den Hausfrauen-Simulator. Keine Ahnung. Fahre nacheinander durch die Markierung durch. Okay. Kann ich jetzt hier Gas geben? So. Das Flugzeug uns denn hier? Mal gucken, warte. Oh ja! Mit Highspeed. Okay. Ja. So. Also, Simulatoren, die ihr noch kennt, die ihr mal getestet haben wollen, so verrückt sie sein mögen. Also vom Tankwart-Simulator, gut, den Gold-Simulator kennen wir ja nun alle auch schon. Es gab dieses Jahr zum 1. April auch keinen lustigen Simulator, keinen Fake-Simulator-Simulator. Den Simulator-Simulator gibt es auch, das weiß ich. Aber vielleicht kennt ihr ja noch ein paar lustige Simulatoren. Dann schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare unten rein. Da freue ich mich sehr drüber. Falls ihr nicht getan habt, abonniert uns schon mal sehr gerne. Ich versuche jetzt mal hier ruckelfrei zum Ziel zu kommen. Was in diesem Fall auch gar nicht so einfach ist. So, Einweisung hier. Zack. Da hinten soll zu parken. Hier. Follow me. So. Hier noch ein bisschen Gas hier. Ich frage mich, warum das so ruckelt. Komisch. Ja, brauche ich wohl doch nochmal einen High-End-Rechner für das Spiel. So. Und das Flugzeug ist da. Ich habe die Aufgabe einweisen. Habe ich bestanden. Jetzt gucken wir mal, dass wir mal das Tankfahrzeug hier nehmen. So. Und jetzt sollen wir das Flugzeug auch gleich nochmal betanken. War nämlich doch eine ziemlich lange Fahrt zu diesem Flugzeug hier hin. Ja, ich werde jetzt das Flugzeug nochmal betanken für euch. Und dann schauen wir mal, dass wir das nächste Fahrzeug gleich mal freischalten. Denn jetzt geht es ja auf zack, 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 Schlag auf Schlag geht es hier bei uns. Ja, wie es am echten Flughafen auch ist, keine Zeit für irgendwelche Pausen. Wozu? So, den Tankvorgang kennt ihr ja schon. So.
Na, einparken hier. Jetzt rammt er sich hier überall gegen. Super, das mit dem Einparken hat jetzt noch nicht so gut geklappt. Liegt aber auch daran, dass es ein bisschen am Ruckeln ist. So, zack. So, hier nochmal. Bong, 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 bong. Bong, 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 bong. So, ja. Was auch noch kommen wird in den nächsten Tagen, ist ein bisschen GTA 5. Haben wir uns überlegt. Da haben wir auch Lust drauf auf, am PC. Ist jetzt auch erschienen. Bong, bong, Matsch, bong. Da der Hidan Rechter übrigens auch gerade zuschaut. Herzliche Grüße an Hidan an dieser Stelle. Ja, GTA 5 aus der Ego-Perspektive, da gibt es auch noch einige Action zu sehen. Und das wird auch spannender als dieser Airport Simulator 2015. Da haben wir Mission auch schon abgeschlossen. Geil. So. Juhu. Sehr schön. Ja. Es gibt auch einen wunderbaren Hidan Fanclub. Raute Hidan Fanclub. Einfach mal Hashtag. Hashtag Hidan Fanclub. Und dann könnt ihr auch damit dabei sein. So, wir melden uns zurück, wenn das nächste Fahrzeug für uns hier verfügbar ist. Bis gleich.